Sobald Sie die Kailook-App heruntergeladen haben, können Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto oder als neuer Nutzer anmelden. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und erfahren Sie mehr über die Kailook-App durch Klicken auf Über uns. Nachdem Sie sich registriert haben, wird Kailook Ihr Adressbuch über unsere sicheren Server synchronisieren. Dieser Vorgang kann erstmalig mehrere Minuten dauern. Dabei erkennt und löscht Kailook Duplikate. Ihr Adressbuch wird dadurch sauber und einsatzbereit. Über Meine Daten können Sie Ihre eigenen Daten sehen und verwalten, sowie Ihren Standard-Keycode auswählen. Klicken Sie auf Bearbeiten, um neue Daten hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Die oberen Register helfen Ihnen bei der Einstellung des Schutzes Ihrer Daten. Wenn Sie öffentlich wählen, wird jeder in der Lage sein, diese Informationen zu sehen. Wählen Sie nur Kontakte, so sind diese Informationen nur sichtbar für Leute, mit denen Sie Informationen teilen. Wählen Sie privat, so sind diese Informationen nur für Sie sichtbar. Mit der QR-Registerkarte können Sie schnell und effektiv QR-Codes erzeugen, auf der Grundlage Ihrer Keycodes oder Informationen, die Sie vorher ausgewählt haben. Mit Kontakte verwalten Sie Ihre Kontakte und Gruppendaten. Sie sehen oben zwei Registerkarten. Die erste zeigt die Kontakte, die in Ihrem Adressbuch stehen. Sie können nach einem Kontakt suchen oder neue Kontakte hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen drücken. Klicken Sie auf Ihre Kontakte, um Ihre Daten zu sehen. Mit einem Klick auf Bearbeiten können Sie Ihre Daten ändern. In der Registerkarte Gruppen können Sie neue Gruppen hinzufügen, sie umbenennen, Kontakte zu Gruppen hinzufügen oder löschen. Mit QR-Code können Sie QR-Codes individuell mit Ihren Daten generieren, sowie QR-Codes von Visitenkarten oder anderen Geräten scannen und verarbeiten. Die gescannten Daten können zum Beispiel direkt als Kontakt in Ihr Adressbuch geschrieben werden. Globales Suchen hilft Ihnen, Kailook-Nutzer weltweit zu suchen und zu finden. Mindestens Name, Nachname oder Keycode sollten Sie für die Suche verwenden. Einem gefundenen Kontakt können Sie Ihrem Adressbuch hinzufügen, indem Sie darauf klicken. Unter Benachrichtigungen finden Sie oben drei Registerkarten. Die erste zeigt die Kontaktanfragen, die Sie gesendet bzw. empfangen haben. Sie können gesendete Anfragen wieder löschen und empfangene Anfragen annehmen oder ablehnen. Wenn Sie eine Anfrage akzeptieren, werden Ihre Kontaktdaten in Ihren Adressbüchern gespeichert. Die Registerkarte zweimal zeigt Ihnen Ihre Duplikate und bietet Ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie diese zusammenführen wollen oder nicht. Unter der Registerkarte Vorschläge finden Sie Kailook-Nutzer, die Sie eventuell kennen könnten. Unter Einstellungen können Sie Ihre Kailook-Optionen bearbeiten. Synchronisieren zum Aktivieren oder Deaktivieren Ihrer Datensynchronisation. Datenschutz bietet Ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, welche Ihrer Daten als öffentlich, nur für Ihre Kontakte oder als privat angezeigt werden sollen. Für jeden Keycode können Sie individuelle Einstellungen zu Ihrer Privatsphäre vornehmen. Unter Keycode können Sie Ihre Keycodes aktivieren oder deaktivieren. Mit einem aktiven Keycode können Sie individuelle Daten teilen, sodass Ihre Kontakte Sie auf Kailook finden werden. Über Sprache können Sie sich Ihre bevorzugte Sprache auswählen. Kennwort ändern ermöglicht es Ihnen, Ihr Passwort neu zu definieren. Wenn Sie Kailook zum ersten Mal benutzen, müssen Sie Ihre persönlichen Daten definieren, mindestens einen Keycode aktivieren und Ihre Privatsphäre festlegen.